So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Es ist 20:45 Uhr. In ein paar Minuten ist der Anpfiff der Champions League-Spiele. Trotzdem lohnt es sich, einen Blick auf die Aktienmärkte noch davor zu werfen, denn die Situation ist bei einigen spannend, bei einigen Basiswerten. Und nachdem der Risikohinweis gelesen wurde, steigen wir auch sofort mit Silber ein. Hier gab es heute Morgen ja die Befürchtnis, dass der EMA 200 nicht geknackt wird. Wie man sieht, ist auch gegen 14 Uhr der EMA nicht nachhaltig geknackt worden. Dann gab es einen Rücklauf, fast exakt an die untere Marke hin. Von dort aus startete erneut eine Bewegung. Doch wiederum scheiterte dann der Silberpreis dort. Aktuell steht er jetzt hier im Stundenchart über der Rainbow-Oberkante, also noch möglicherweise bullish. Hier was anderes, Nasdaq gab es hier dann den Ausbruch nach oben. Hier gab es keine Umkehrkerze. Auch im Stundenchart gab es hier direkt Durchbruch nach oben. Absolut keine Schwäche. Hier eine leichte Schwäche, dann eine Konterkerze. Also war hier nichts zu holen mit dem Ausbruch hier drüber. Wie hier Stundenschlusskursbasis, also hier mit dieser Kerze 14 Uhr wurde das aktiviert. Das andere war ja hinfällig, weil keine Umkehrkerze da stattfand. Und heute Abend werden die Intel-Zahlen erwartet. Womöglich gibt es hier auch eine positive Überraschung. Und so kann der Nasdaq-Index vielleicht auf 4.873 Punkte ansteigen. Zum Euro, US-Dollar, nicht Euro, US-Dollar, kanadischer Dollar. Da würde hier die Marke, die erste Korrekturmarke, nahezu exakt erreicht. Dann gab es einen Rücklauf, der allerdings recht stark war. Doch er wurde hier dann an der Sellmarke, Sell-Trigger-Marke beendet. Muss man sehen, ob jetzt hier die Schwäche anhält. Teilgewinne waren ja hier möglich. Gold, Silber. Sonst war es im heutigen Tage eben auch hauptsächlich diese Trades waren im Auge. Beim DAX, dann kommen wir jetzt zum DAX, bevor man ausführlich noch mal kurz zum Gold und Silber überschwenkt. Waren hier jeweils diese Marken gestern benannt worden. Pfad kann ich den Pfad auswählen. Hier heute Vormittag wurde wieder diese Marke genannt, eher die 10.530, über dem wäre hier ein kompletter Gap Close bis 10.586 drin. Und gleichzeitig gesagt, dass man hier den Ausbruch dürfte nicht mehr arg viel Potenzial haben und hier dann eher einen unteren Einstieg sucht. Wer hier jetzt den Einstieg gefunden hat, auch wenn es hier war, konnte rund jetzt 60, 80 Punkte mitnehmen. Und ja, wer das vielleicht vorhin anschaut, klar, Gewinnmitnahmen sind jetzt hier auch denkbar. Es wurde ja ein neues Hoch generiert und dieses Muster könnte jetzt hier fertig sein. So, dann den Nasdaq haben wir schon besprochen. Natürlich, was absolut erfreulich ist hier die Vonovia. Wie oft genau in dem Tief nochmal exakt erwähnt worden, dass hier
an dem Tag es wirklich entscheidend war, dass es hält. Wie man sieht, hat es gehalten. Und was ebenfalls sehr erfreulich war, hier die Lufthansa den Rücklauf hier identifiziert, Kauflimit reingesetzt sogar. Das erste Kauflimit wäre im absoluten Tief gewesen, nur 0,05 Cent oder 0, nein, nicht 0,0, sondern 0,5 Cent war das Tief nur tiefer. Und jetzt hat er hier endlich den EMA 50 genommen und ja, sollte sich jetzt hier nach oben bewegen. Also wirklich sehr schöne Setups. Noch schauen wir noch die Deutsche Bank an. Im Minus dürfte ja auch niemand sein. Neues Hoch erreicht. Doch das ist jetzt etwas, ja, weniger dynamisch. Da haben die anderen Aktien deutlich mehr gewonnen. Und hier ist jetzt wirklich, da der DAX auch mitgestiegen ist, eine Risikobegrenzung durchaus sinnvoll und auch möglich. Stopp an der Anhebung. Das war's. Dann wünsche ich allen einen schönen Fußballabend und bis morgen.